Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero. Herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: alles zu John Cenas Verletzung, außerdem ein Update zu Roman Reigns und Finn Balor wird nicht als Demon beim Rumble antreten. Dieses Wochenende ist ja nicht nur der Royal Rumble, sondern auch das Royal Rumble Access Fest direkt dann vor Ort in Phoenix, Arizona. Und bei diesem Event, so habe ich ja schon mal hier berichtet, wird es ein Worlds Collide Tournament geben aus Stars von NXT, NXT UK und 205 Live, die alle gegeneinander antreten, um eine mögliche Titelchance für einen Titel deren Wahl zu bekommen. Hier wurde auch in diesem Turnier wieder jemand ersetzt, und zwar Otis Dozovic. Dieser wurde ersetzt durch Shane Thorne, also aus NXT, denn natürlich. Außerdem wird auch bei dem Fan Access Fest auch noch die nächsten Taping für NXT UK gemacht. Das heißt, die ganzen UK-Talente sind natürlich auch vor Ort und werden dann da mehrere Shows aufzeichnen. In der letzten Zeit hatten wir einige News zu WWE-Superstars, die nicht mehr ganz zufrieden bei der WWE sind. Und gerade da ja jetzt All Elite am Himmel leuchtet, gibt es natürlich hier die Möglichkeit, dass einige Wrestler dann die WWE dahingehend verlassen könnten. Jetzt ist aber bei der WWE so, dass sie natürlich irgendwas dagegen machen müssen. Und im Moment fällt es ja so ein bisschen auf, dass alle Leute, über die wir hier schon mal gesprochen haben, doch in der letzten Zeit einen Push bei der WWE bekommen, und so soll das wohl auch noch weitergehen. Alle, die jetzt irgendwie sagen, dass sie unzufrieden sind, sollen wohl demnächst besser eingesetzt werden, mehrere Chancen bekommen, sodass sie auf jeden Fall alle glücklich werden. Was ja an sich eine schöne Sache ist, dass man halt so arbeitet, dass die deine eigenen Angestellten nicht weglaufen. Bezogen auf den ganzen Kram ist es natürlich hier auf Sasha Banks, die neue Number One Contenderin wurde, Andrade Cien Almas, der großartige Matches mit Rey Mysterio machen konnte und so natürlich sich auch selbst einen Namen im SmackDown-Roster machen konnte. Dann haben wir natürlich noch The Revival. Auch die werden andauernd eingesetzt. Jetzt weiß man nicht so ganz, ob das jetzt hier die richtige Richtung ist, aber hier gibt es ja schon die Meldung darüber, dass die WWE hier noch ein bisschen Zeit hat, für die irgendwas Passendes zu finden. Auch Dolph Ziggler war diese Woche wieder nicht bei Raw, war auch nicht Backstage, und hier gibt es ja auch das Gerücht, dass er zu All Elite wechseln könnte. Aber auch halt gleichzeitig das Gerücht, dass er sich um seine Stand-Up-Comedy-Karriere kümmert. Also auch hier fraglich. Dann kommen wir zu John Cena. Hier wurde ja schon bei Raw angekündigt, dass er seinen Knöchel verletzt hat und deswegen möglicherweise nicht im Royal Rumble Match teilnehmen kann. Dazu gesagt ist es jetzt wohl so, dass Cena wohl wirklich aus dem Royal Rumble Match geschrieben wird, dass die Knöchelverletzung auf Drew McIntyre bezogen ist, aus dem Match, was er gegen ihn hatte, also das eigentliche Fatal 4-Way Match, damit Drew McIntyre also umso krasser wirkt. Aber diese ganze Verletzung ist ein Work. Das heißt, diese Verletzung ist nicht echt, aber man hat sich irgendwas überlegen müssen, um Cena wieder aus den Shows zu schreiben, da John Cena am Royal Rumble Sonntag eigentlich schon wieder festgelegt ist für einen weiteren Filmdreh. Das heißt, er kann darüber hinaus auch gar nicht bei der WWE antreten. Ursprünglich war geplant, dass Lars Sullivan ja sein Debüt feiern sollte, dann John Cena attackiert, dieser sich deswegen verletzt, deswegen aus den Shows geschrieben wird, und dann wir einen kleinen Aufbau für das WrestleMania-Match zwischen Lars Sullivan und John Cena haben. Da ja Sullivan aber diese Angstattacke hatte, kurz vor seinem eigentlichen Debüt, weiß man jetzt natürlich nicht, wie man das so machen sollte. Hat man das Ganze jetzt also gedreht in Richtung Drew McIntyre, und Cena ist denn jetzt erstmal raus. Natürlich kann es immer noch passieren, dass er einen kleinen Auftritt beim Rumble hat, aber eigentlich ist er, wie gesagt, für Filmdrehs festgelegt. Dann gab es am Montag wieder mal eine kleine Situation, wo das Network selbst, also USA Network, abblenden musste, beziehungsweise kurz mal ein Schwarzbild einfügen musste. Und zwar wurden bei Sasha Banks die Klamotten so verrückt, dass man fast ihren kompletten Hintern gesehen hat. Jetzt hatte sie darüber aber auch noch eine Strumpfhose, und das ist einfach auch eigentlich zu wenig. Aber für die Leute, die so einen kurzen Blackscreen hatten beim Gucken, oder einfach für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, da ging der Mond quasi auf. Aber eigentlich ist es so unspektakulär. Naja. Für alle, deren Abo-Box gestern auch gesponnen hat, ich habe eine 205 Live Review hochgeladen für diese Woche. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Außerdem natürlich für wöchentliche Reviews zu Raw und SmackDown gerne auch unten neben dem Abo-Button einfach mal eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Außerdem gab es jetzt News zu 205 Live, und zwar wurde Aiden English jetzt in 205 Live als Kommentator eingesetzt. Warum man sich dazu entschlossen hat, weiß man nicht so richtig. Es gibt nur die Aussage von Michael Cole, dass er zusammen mit Aiden English im Performance Center die Kommentatoren-Skills trainiert hat und er sich da echt gut gemacht hat, weshalb er hier einfach eingesetzt wird. Vicky Guerrero hat jetzt ein paar Schlagzeilen über Twitter gemacht.
in dem sie geschrieben hat, dass sie Befürworterin von Donald Trumps Mauer ist. Da gibt es natürlich viele Für und Wider, das weiß man ja, das kennen wir als Deutsche ja natürlich auch sehr gut, dass es gerade bei solchen Themen immer sehr schwierig ist, darüber zu reden. Sie selbst meinte aber, dass sie einen Flug hatte und dort gab es 10 illegale Einwanderer, die in Handschellen zurück in ihr Land geflogen wurden. Und Vicky deswegen gefragt hat, wer eigentlich da für die Tickets aufkommt. Und natürlich ist es der Steuerzahler. Das wäre auch hierzulande, ist das ja nicht anders. Und daraufhin meinte Vicky dann über Twitter, dass sie, wenn sie sich das so überlegt, eigentlich schon dafür wäre, wenn Trump die Mauer baut. Also es scheint so, als hätten die da drüben genau die gleichen Probleme wie wir. Aber natürlich immer dieses öffentlich drüber reden, immer schwierig. Einen kleinen Aufreger gab es jetzt rund um CM Punk und um All Elite. Natürlich CM Punk, immer ein Riesenthema. Alle wollen unbedingt, dass er wieder zurück zum Wrestling kommt. Er selbst hat aber gar keinen Bock drauf. Und trotzdem tauchen hier und da immer mal wieder so ein paar Gerüchte auf, wie auch jetzt. Jetzt gab es nämlich einen Copyright Claim von jemandem, der wollte ein CM Punk T-Shirt drucken lassen. Und das Ganze wurde abgelehnt, natürlich wegen einem Copyright Strike. Du kannst nicht einfach irgendwelche T-Shirts nachdrucken. So, und dieser Copyright Strike wurde direkt vom Pro Wrestling Tees ausgefüllt und in diesem Dings steht mit drinne Pro Wrestling Tees und All Elite Wrestling. Und da ist natürlich das Internet wieder kurz mal explodiert und meinte, wie, All Elite hat Rechte auf CM Punk, was ist da los? Allerdings hat sich das ganze Thema schon aufgeklärt, denn Pro Wrestling Tees füllt fast täglich hunderte so eine Dinger aus, damit halt nicht irgendwelche Leute deren Designs klauen. Und die hauen da halt einfach immer irgendwelche Leute rein, die halt dann die Rechte haben. Unter anderem schrieb er selbst, dass er das schon 200 Mal mit CM Punk Sachen für New Japan gemacht hat. Und da hat sich kein Mensch drüber aufgeregt. Nur weil jetzt halt einfach All Elite so ein Riesenthema ist, springen ja alle im Dreieck. Ist aber alles nicht irgendwie, ja, irgendwelche Bestätigung oder sonst was, dass Punk jetzt zu All Elite geht. Apropos All Elite, Nick Jackson hat sich vor kurzem mal wieder gedacht, komm, wir trollen nochmal eine Runde, beziehungsweise hat eigentlich nur relativ gut auf eine Fanfrage geantwortet, denn dieser Fan hat Nick Jackson angeschrieben, also von den Young Bucks, ob Kenny Omega beim Royal Rumble ist. Und daraufhin hat Nick Jackson sehr gut geantwortet, und zwar schrieb er zurück, dass Kenny selbst gesagt hat, immer wenn irgendjemand völlig randommäßig ihm auf Instagram eine Direktnachricht schreibt, soll er ihm auf jeden Fall bestätigen, dass natürlich Kenny Omega illegal bei einer anderen Promotion im Royal Rumble auftreten wird. Ist doch ganz klar. Denn wir wissen ja, Kenny Omegas Vertrag läuft bis 31.01. und der Rumble ist ja nun mal am 27. Ist also schwierig, dass der da irgendwie auftauchen kann. Wir haben schon alles erlebt, trotzdem ist es doch eher unrealistisch. Und dann habe ich noch ein kleines Update zu Roman Reigns, jetzt aber wirklich, denn Braun Strowman wurde interviewt zu seiner Verletzung und so weiter und hat dann auch darüber gesprochen, wie es momentan mit Roman Reigns abläuft. So hat er nämlich selbst mit Reigns gesprochen und ihm scheint es gut zu gehen. Er klang jetzt auch am Telefon nicht irgendwie schlecht oder irgendwie angeschlagen. Er bekommt seine ganzen Behandlungen zu Hause, wird also da komplett rundum versorgt. Und hat zwar selbst hier und da so ein paar öffentliche Auftritte, wie wir ja auch schon letztes Mal in den News hatten, aber ansonsten bekommt ihm die ganze Sache erstmal recht gut. Natürlich kann sich sowas auch immer schlagartig ändern, aber für Braun Strowmans Einschätzung war es jetzt erstmal recht okay rund um Roman Reigns. Dann kommen wir zu Finn Balor. Dieser tritt ja gegen Brock Lesnar beim Royal Rumble um den Universal-Titel an und hat in einem Interview jetzt darüber gesprochen, dass er nicht als Demon am Sonntag antreten wird, sondern ganz normal als Finn Balor the Man. In dem gleichen Interview redet er zwar auch darüber, dass er ja noch ein paar Tage bis zum Rumble hat und sich deswegen noch irgendwas überlegen könnte, aber erstmal ist die Aussage an sich, dass er es selbst von sich aus schaffen wird und den Demon also nicht am Sonntag wiederholt. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall erstmal mit den News für heute. Denkt natürlich dran, heute Abend 20 Uhr NXT TakeOver Preview Kickoff Livestream.
auf meinem Twitch-Kanal, Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Und am Sonntag fangen wir schon um 18 Uhr an mit der Royal Rumble Kickoff Show, auch auf Twitch bzw. martinguerrero.de. Deswegen auf jeden Fall gleich ins Handy tickern, dass ihr das nicht vergesst. Royal Rumble ist immer ein Riesending, das wird immer übelst krass, deswegen meine Kickoff Show ab 18 Uhr. Ansonsten natürlich gerne noch Daumen nach oben, eure Meinung zu allen Themen in die Kommentare und natürlich auch ein Abo dalassen, falls du das noch nicht gemacht hast. Außerdem stehe ich mit meinem Gaming-Kanal kurz vor den 12.000 Abonnenten. Wäre cool, wenn du da auch nochmal vorbeischaust und einfach mal ein Abo raushaust. Da kannst du auch, glaube ich, hier irgendwie klicken. Irgendwo gibt es hier ein Bild zu dem Gaming-Kanal. Egal. Okay, Freunde, Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns dann auch rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.